Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Werkfeuerwehrsimulator 2014. So, neue Schicht hat begonnen. Wir schauen mal, wie es um uns steht. So, aber erstmal hören wir wie immer dem Chef zu. Dir teile ich heute den TLF Florian 5 zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug betankt und einsatzbereit ist. Juhu. Dazu gehört auch die Kontrolle des Frontwerfers. Ja, natürlich. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So, ja super. Würde ich sagen, tun wir das auch erstmal. Erstmal ab an die Arbeit. Das klingt immer gut. So, und irgendwie, wenn wir hier einen Blick nach draußen werfen, es regnet und regnet und regnet schon wieder. So, wir sind auch irgendwie nicht so fit. Also unser Herz da, das ist nicht mal zur Hälfte gefüllt. Und ich habe mir sagen lassen, Moment, das war die falsche Richtung, beziehungsweise mir hat jemand die Kommentare geschrieben, dass wenn man in den Fitnessraum geht, läuft man schneller. Mhm. So, schauen wir mal, das war nicht der Fitnessraum, oder war er das? Nee, das war noch so ein Konfi-Raum. Und jetzt gehen wir erstmal in die Muggibude hier und das erste, was wir machen, ist erstmal hier uns einen abstrammeln. Es gibt auch nichts Schöneres wie halb 10 in Deutschland, ein Knoppers. Und einmal Laufband. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Bank drücken. Ah, diesmal haben wir auch ein bisschen Gewicht drauf. Jawohl. Müssen wir ja ein bisschen was für unsere Fitness tun hier. So, und ich bin echt mal gespannt, was für Aufträge auf uns zukommen, beziehungsweise was für Einsätze. Weil so langsam wird es ja doch ganz spannend, muss man wirklich mal so sagen. So, okay, sind wir wieder ein bisschen fitter. Ja, es wird auf jeden Fall spannender, gerade mit dem TLF, mit dem Florian 5, mit dem Tanklöschfahrzeug, mit diesem Wasserwerfer oben drauf, ist wirklich eine coole Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ach so, wir könnten ja eigentlich mal eins machen. Wir könnten uns ja noch mal kurz in die Falle schmeißen. Da wären wir auch noch mal fit. So, so würde ich mir das auch wünschen. Auf Arbeit 2 Stunden ein bisschen rumgelaufen, bisschen Sport gemacht und dann erstmal gepennt. Tag. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder aufgeruht, ausgeruht. Tag. Tag auch zurück. So. Nach dem Aufstehen, Käffchen. Und lasst mich raten, heute gibt es bestimmt eine Salami-Pizza oder eine Pizza mit Oliven. Ja, was habe ich gesagt? Es gibt eine Salami-Pizza. Ist das da drüben nicht der Frenkel? Nee, es ist nicht mal eine Salami-Pizza. So, Käffchen, da sind wir auf jeden Fall erstmal wieder fit. Na, fit? Ja, klar bin ich fit. So, und da wir ja ein bisschen gieriger sind wie die anderen, ja, hauen wir uns gleich noch eine Salami. Auch den roten Elefanten gesehen? Hast du jetzt mein Essen genommen? Hauen wir da gleich mal diese Salami-Pizza noch hinterher. So, wunderbar. Na, alles klar. Und schauen mal, was es noch so Schönes gibt. Ach, ein Pfannekuchen. Das ist ja toll. Den hauen wir uns auch noch rein. Hast du jetzt mein Essen genommen? Nein, natürlich nicht. So, wir haben es schon wieder 20 nach 16 Uhr. 20 nach 4 und noch nichts passiert hier in dem Verein. So, mal gucken. Ne, auf dem Weiberscheißhaus ist diesmal keiner. So, okay. Ach so, da hat uns ja Florian 5 zugeteilt. Ne, Moment, da hat uns doch Florian 5 zugeteilt. Das ist doch gar nicht der mit Wasserwerfer. Das ist doch. Das ist ja der hier. Aha, okay. Was haben wir denn hier alles Schönes bei dem Fahrzeug? Das würde mich ja mal interessieren. Na gut, das ist dasselbe. So, okay. Hier, das ist auch dasselbe. So, wenn wir jetzt hier F machen. Ich würde mal interessieren. Ja gut, hier geht das Tor auf. Wozu das hier ist? Ah, ich hab eine Idee, ich weiß wozu das ist. Weg damit. Tankdeckel zu, ja. So, Florian 5, zack, zack. Und wir fahren zum Einsatz. Oh, ich bin so aufgeregt. Dann machen wir mal noch Licht an. Uah, jetzt habe ich total gepennt. Ja, seht ihr, da unten haben wir nämlich auch das R-Zeichen wieder. Und er hat quasi einen
Frontwerfer dran, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also einfach nur einen Wasserwerfer vorne dran. So, müssen wir mal schauen, wo müssen wir denn hin? Okay, es sind auf jeden Fall mehrere Fahrzeuge ausgerückt. So viel kann ich schon mal sagen. So, schön bremsen. Alles ganz geschmeidig. Und wir fahren... Moment, Attenzione! Wir fahren hier lang. Genau, so, hier ist die Straße. So, wo fahren wir denn lang am besten? Ach, ich weiß auch noch nicht so richtig. Dann fahren wir eben hier lang. So. Nein. So, hier wurschteln wir uns jetzt einfach mal durch. Ach, da oben. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen hier rüber. Der Florian 3 ist da übereilig. Das ist schon gleich am Einsatzort. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich von hier überhaupt... Boah, so. Man sollte eben nicht auf die Karte gucken und fahren. Ja, von hier komme ich gar nicht ran. Das ist jetzt blöd. Muss ich jetzt quasi einmal... Ach. Schau mal auf die Karte. So, ich muss das mal größer machen. Ich muss einmal oben rumfahren. Das sollte zeittechnisch kein Problem sein. Ich muss eben nur mal schauen. Hier können wir rum. Ups. So, genau. Da habe ich doch schon das Feuer gesehen. Eieieiei. So, okay, wir sind da. Die Sirene können wir erstmal ausmachen. So. Ah ja, und jetzt können wir hier mit der Taste 1 können wir das gute Stück drehen. Zack. Oh, was denn jetzt? Geht's schon los? So. O und P, was ist ein O? Ah, P ist dann so gesprengelt quasi. Ein O ist dann quasi hier so ein Strahl. So, reicht denn das jetzt? Löschen wir hier das Feuer oder löschen wir das Feuer nicht? Moment, müssen wir hier nochmal nach drinnen. So, da ist wieder ein heftiger Unfall passiert. Ja, jetzt hier drüben eigentlich nur noch das. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jawohl! So, das Feuer wurde gelöscht, jetzt muss das ausgelaufene Öl mit Bindemittel aufgenommen werden. Ja. So, okay. Da fahren wir natürlich hier rüber. Ah ja, hier ist auch schon das ausgelaufene Öl. So. Ah, ich habe offen gelassen. Naja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir nichts verloren. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier überall schön Bindemittel drauf. Sägespäne. Die einen hauen es bei den Hasen in den Kaninchenstall, dass die Pipi aufgesaugt wird. Und wir tun damit eben Öl auf. Also Sägespäne multifunktionell einsetzbar. Man kann Fisch räuchern damit. Man kann Würste räuchern damit. Man kann sämtliche Ölsachen damit binden, man kann... Ach, was weiß ich nicht alles. So. Gefährdung Natur und Straßenverkehrs mehr besteht. Du kannst zur Woche zurückkehren, melde den Einsatz jetzt ab. Okay. Ui, das gab gut Punkte. Das gab gut Punkte, Jungs. Wir hatten 750. Das gab mal schnittige 350 Punkte. So, alles wieder zu. Wunderbar. So, das können wir ausmachen. Und dann fahren wir natürlich... erstmal hier in den Unfall rein. So, ist aber auch schön, dass wir mal Florian 5 zugeteilt gekriegt haben. Dass wir da quasi mit den Autos ein bisschen durchwechseln. Finde ich persönlich, ist eine ganz feine Sache. So, jetzt müssen wir nochmal... Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir das hier am dümmsten anstellen. Zaun. So. Okay, hier können wir einmal quer durch. Wie immer eben... Wie spät haben wir es denn? Ist ja schon wieder 2 Uhr, Mensch. Upsala. Ist an der Baumweg. Eine Kettensäge wäre nicht schlecht. Das hätte ich mir mal noch gewünscht als Ausrüstung. So eine kleine Kettensäge. Da hätten wir hier mal doch so einige Wege uns separat ange... Oh, hier geht es gar nicht lang. Eieiei. Was mache ich denn nur schon wieder? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ja, da hätten wir uns einfach mal so ein paar separate Wege für uns angelegt. Kettensäge, Harvester und los geht's.
Ja, mal gucken, vielleicht kommt ja der Holzfäller-Simulator noch. Da können wir uns da auf jeden Fall ein bisschen austoben. So. Bamba Zamba. Einmal hier durch. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier müssen wir rein. Okay. Sprit haben wir noch genug, Wasser haben wir noch genug, es ist von allem noch genug da. Also irgendwie, ja, so richtig zu tun haben wir eben nichts. So. Ja. Was kommt denn eigentlich als nächstes? Florian 5 und 6 haben wir jetzt. Bei 2.500 Punkten ist, steigen wir ja, glaube ich, wieder auf. Dann müssten wir eigentlich das gute Stück hier kriegen. Diesen Multi, würde ich jetzt einfach mal sagen, nennt er sich Umweltschutzfahrzeug. Und dann kommt ja noch das gute Stück, der Florian 8, der Drehleiterwagen. Und dann kommt ja der Turbolöscher. Der Turbolöscher. So, okay. Ja, wir haben es ja schon wieder gleich 5 Uhr. Jetzt ist die große Preisfrage, kriegt man noch einen Einsatz rein? Kriegt man keinen Einsatz mehr rein? Hm. Schwierig. Ah, da kam schon wieder aus der Mädchentoilette. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, bei mir ist alles senkrecht, aber du hast wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Hallo. Sitzpinkler halt. Na, alles klar? So. Aber nach dem Einsatz muss ich mich auf jeden Fall erstmal stärken. Am besten mit so einem Pfannekuchen. Ist das da drüben nicht der Fränkel? Hi. Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? So. Pfannekuchen und Käffchen. Und dann haben wir es schon 6 Uhr gleich. Alles senkrecht? Das ist jetzt die große, 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 große Preisfrage. Kriegen wir noch einen Auftrag in dieser Schicht oder kriegt man keinen Auftrag mehr in dieser Schicht? So, mal kurz hier reingucken. Was macht der Schönes? Aha, Glück gehabt. Keine Pornoseiten, keine Online-Games. Naja. Der spielt nämlich immer Siedler Online mit mir hier zusammen, wisst ihr? Hier, der Kollege. Naja, wir machen immer mal Skype-Konfi am Wochenende. Und so, wie sieht es jetzt hier aus? Ja. Alles chillig. Das passt. So, gleich um 7. Ich würde ja lachen, wenn wir jetzt noch einen Einsatz reinkriegen. Da würde ich mich ja totlachen. Ups, ups, ups. Dum, 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 dum. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Ich glaube, da können wir abmelden jeden hier. So, nochmal kurz ans schwarze Brett gucken. Steht auch nichts Interessantes. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Der alte Sack hier mit dem grauen Bart in der Fresse. Hüpft hier auf der Weibertoilette rum. Warum es hier überhaupt eine Frauentoilette gibt, frage ich mich sowieso. Es ist wahrscheinlich Bauauflage gewesen, wo sie das Feuerwehrgebäude hier gebaut haben. Weil Frauen habe ich hier noch keine gesehen. Das ist eigentlich sehr, 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 ja, weiß ich nicht, diskriminierend der Frauenwelt gegenüber. So, okay, wir können uns abmelden. So. Schicht abgemeldet und beendet. 350 Punkte haben wir gemacht. Naja, gut. Noch 1400 im nächsten Rang aufzusteigen. Und wir speichern natürlich wieder. So, neuer Spielstand. Speichern. So, wir machen jetzt einfach hier für alles einen neuen Spielstand. Okay, genau. So, und dann würde ich sagen, was das erstmal gewesen vom Werkfeuerwehrsimulator 2014. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv. Lasst mir einen netten Kommentar da. Ja, und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir auf der Reise sind nach den nächsten 1400 Punkten, um den Rang aufzusteigen, weil ich will noch die anderen Florian-Fahrzeuge natürlich auch testen. Vor allen Dingen dieser Drehleiterwagen, der würde mich mal interessieren, und der Turbolöscher. Na egal, bisschen was haben wir auf jeden Fall noch zu tun. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und für meine Bros noch ein fettes High Five. Tschüss.